Ja, Leute, jetzt sind wir wieder beim neuen Part und diesmal machen wir die Challenge 6, der heilige Tempel der Elipides, gebaut von Luca R3. Und es ist mittel und also noch schwerer als letztes Mal und da freue ich mich ja schon sehr drauf. Hier ist ein Etherstar drin. Hier ist nichts drin. Da oben habe ich Kisten gesehen. Ah, zwei Etherstern, das ist aber nett. Sonst noch hier was? Nee, hier ist nichts. Hier ist noch eine Kiste. Und hier ist noch eine. So, jetzt haben wir hier schon mal ziemlich viele Niedersterne gesammelt, ohne überhaupt einen Jump zu machen. Aber ist auch gut, ne? What the fuck? Oh, ich sehe Checkpoints. What? Warte mal. Der Checkpoints. Ach du Scheiße. Der Checkpoints eingebaut. Seit wann macht denn der das? Alter, seit wann macht denn der Checkpoints? Checkpoints. Was ganz Neues, ey. Das dauert wahrscheinlich auch, bis man erstmal zu den Checkpoints kommt. Wie ich es mir etwa vorstellen kann. So. Checkpoint geöffnet. Das müssen wir nie wieder machen. Juhu. Oh Gott. Oh, was machst du da für Sprünge für mich? Die Sprünge sind aber nicht so nett. Solche schwierigen Sprünge hier. So. Ach da. So. Nein! Ich wurde abgebremst wegen irgendwas. Wegen dem Block über mir oder irgendwie sowas. Und dann... Okay. Info an mich. Nach jedem Sprung stoppen. Außer bei dem hier. So, über mir ist nix. Jetzt, wegen dem hier wurde ich abgebremst. So. Zack. Okay, das ist noch ein weiter Weg bis zum nächsten Checkpoint. Aber das schaffen wir schon. Was sind das gerade für Sprünge? Die ganze Zeit nur Dreiersprünge. Nein, nein, das hat er mit Absicht gemacht. Das hat er sowas von mit Absicht gemacht. Extra, damit man sprintet und dann mit Absicht weiter sprintet und dann fliegt man dann runter. Oh ja. Ich wette, das hat er mit Absicht gemacht, damit man da zu weit springt dann. Und so. So. Jetzt. Diesmal achten wir aber darauf. So, jetzt. Zack, 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 zack. Sprinten und jetzt kannst du mal springen. Kannst du mal springen und sprinten. Und sprinten und zweiter Checkpoint. Yay. Ein Vierersprung. Gleich runtergeflogen. Aufzug, Aufzug. So. Zum Glück hatte ich einen Checkpoint gemacht. Das war sonst etwas gemein. Und schon wieder nicht geschafft. So. Jetzt müssen wir den aber schaffen. Alter. Ich check den Sprung nicht. Ich spring viel zu... wie soll ich sagen?
Alter, jetzt komm schon. Jetzt aber, jetzt haben wir den Sprung endlich geschafft. Das wäre echt gemein, wenn der erst danach den Checkpoint gemacht hätte. Ja, super, ein Vierersprung. Ich habe ja nichts Besseres zu tun, ne? Alter, was war das gerade? Ich hoffe, damit es nur der Raum ist. Oder? Kommt da noch ein anderer Raum? So. Was war das jetzt? Was war das? Warum bin ich da stehen geblieben? Und ich sehe da hinten eine Truhe. An die gehen wir auf jeden Fall ran. Wegen der Nether-Sterne. Ach komm schon. Dieser eine Sprung. Der ist echt schlimm. Alter, jetzt habe ich doch alles gerade richtig gemacht, oder? Alter, will ich es gerade verarschen? Was mache ich gerade bei dem Sprung falsch? Ich springe so spät wie möglich ab. Trotzdem schaffe ich den Sprung nicht. Spring ich schräg oder was? Ah, bin ich wahrscheinlich die ganze Zeit schräg gesprungen. Das leckt bei mir. Why not, ne? Ist da ein Checkpoint? Oh. Zum Glück habe ich den gesehen. Ich wäre gerade fast weiter gesprungen. So, zack. Mann, nein, nein. Aua. Was ist jetzt der Checkpoint da hinten war? Ja. Oh, das geht noch etwas. Quite. Mal gucken, ob es der einzigste Raum ist oder ob es da mehrere gibt. Das Nervigste ist immer, den Wasserfall hoch zu schwimmen. Das ist eigentlich das Einzigste, was mich gerade nervt hätte. Nee, anders. Ich weiß nicht, wie man es anders machen hätte können. Weil es geht Zaun schneller. Geht schneller eine Leiter hochzuklettern als Wasser hochzuschwimmen. Bin mir nicht sicher. Ich glaube schon. Ey, jetzt schon wieder. Muss ich immer so weit schwimmen? So. Schwimmen hoch. So. Mann, jetzt, warum wollte der nicht sprinten? Warum? Minecraft, warum? Minecraft hat echt Probleme, ey. Seinem zweimal nach vorne drücken, damit man springen kann. Sprinten kann, das ist so nervig. Und dann mache ich meistens so. Sprint hier, dann geht's leichter. Weil da muss ich schon so ein bisschen Speed. Ja, voll auf Speed. So. Oh. Oh Gott, das ist ein schwieriger Sprung. Ich will es nicht runterfliegen. Ich werde es runterfliegen. Jetzt werde ich runterfliegen.
Nein, jetzt werde ich runter. Nein, danke, ich will nicht die Diamanten. What the fuck? Oder? Ich weiß, ich wollte eigentlich alle holen, aber auf die da habe ich wirklich keinen Bock. Warte, seit wann kann man? Gut zu wissen. So, 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 hier ist jemand. Ein Handy. Handy. Und zack. 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 Herzlichen Glückwunsch, du hast die 6. Challenge geschafft. Weiter geht's mit dem Weg 2. Dann klicke ich hier drauf. Bin wieder hier. Und jetzt sieht man hier. Wenn diese Fackel leuchtet, hast du alle Challenges von Weg 1 geschafft. Ja. So. Und nächstes Mal werden wir das hier spielen. Ja, da kann ich mich ja schon sehr freuen. Und da das jetzt ziemlich passend ist, damit wir Weg 1 geschafft haben, wir sehen uns beim nächsten Mal und ciao.